gerade von der Post gekommen. Oh, super, darauf freue ich mich ja schon die ganze Zeit. Boah, Mann, das iPhone 5. Wie lange habe ich darauf gewartet? So viele geile Einstellungen. Der neue Klingelton, yeah, boah, Hammer. Das ist genau das, worauf ich mich die ganze Zeit gefreut habe. Yep, alles eingestellt, jetzt können Sie mich anrufen. Ich kann es kaum erwarten, das neue iPhone. Da muss doch irgendwas nicht mit in Ordnung sein. Das kann doch nicht sein. 3 Tage und hier ist irgendwie... Keiner ruft mich an. Das muss kaputt sein. Das muss eindeutig defekt sein. Na gut, dann halt zum Fachmann. Hi, grüß dich. Hallo. Du, sag mal, ich habe hier voll ein Problem. Ja. Kannst du das mal anschauen? Und zwar irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass es kaputt ist. Ich habe das jetzt ganz neu zwar, ich habe es 3 Tage liegen lassen, aber ich kriege keine Anrufe. Ich kann zwar wahrscheinlich rausrufen, ich habe schon getestet, ja, aber mich erreicht keiner. Kannst du mal gucken vielleicht? Ja, natürlich. Netzbetreiber ist vorhanden, Empfang ist da. Ja, okay. Also Klingeltöne soweit ist auch alles in Ordnung, alles eingeschaltet. Ja. Also ich kann da so jetzt auf Anhieb nichts finden, aber es müsste funktionieren. Wirklich? Ja. Gut, also es liegt nicht am Gerät? Nein, es liegt definitiv nicht am Gerät. Na gut, dann muss ich mal gucken, ne? Okay. Nichts anderes übrig. Dankeschön. Ja, mach's bitte. Gut. Ey, alles danke. Klar. Ciao. Ja, tschüss. Komm. Tja, der Meister sagt, ist alles in Ordnung. Dann, ja, wird schon irgendwann klingeln. Mann, Einstellungen sind in Ordnung, was denn? Komm! Klingel! Komm schon! Okay. Das war's. Weg damit. Dich bringe ich weg. Für dich kriege ich bestimmt noch ein bisschen Geld. Hallo Frau Heimann, ich habe jetzt mal wieder hier so einen Fall. Ich habe hier ein iPhone 5 und irgendwie macht sie mich nicht wirklich glücklich. Ich habe das zwar ganz neu und so, aber mich ruft keiner an und ich glaube, also für mich macht das keinen Sinn, so ein teures Handy zu haben, wenn mich so wenig Leute anrufen. Ich hätte dann lieber wieder ein einfaches, wenn mich dann mal einer anruft und deswegen also dann lieber das Geld irgendwie versuchen wieder zu reinvestieren. Kann ich verstehen, also ich habe natürlich auch günstige Handys, könnte ich dir dann anbieten. Ah, nee, ich will lieber Geld. Okay, Geld. Welches iPhone ist das denn? Das 5er mit 16 GB. Karton und sowas ist auch noch vorhanden. Alles dabei, ja. Ankaufpreis ist so 400 Euro. Oh, ja, das ja. Ist ganz in Ordnung. Zwar ein bisschen, aber komme ich mit zurecht. Okay. Dann nehme ich das.
Okay, 400 Euro ist natürlich jetzt nicht so viel, wie ich erwartet hatte, aber was soll's. Ich gebe es echt nur ganz, ganz ungern her. Ich meine, ich hatte eh keinen angerufen. Aber ich... Oh, hab ich gehört? Oh mein Gott! Ja, hallo? Hier ist Ben? Hallo? Ja, wer ist denn da? Hallo, wer ist denn da? Ja, ich ist Ben, wer ist da? Ben? Oh, dann habe ich mich verwählt. Dann tschüss, ciao. Okay. 400 Euro? 400 Euro. Tschüss.